jetzt auch, ich krieg hier so Pusteln und das. Hier sind drei Stück. Hier ist einer, für mal hier rüber. Was denn? Da ist einer. Und hier oben ist einer. Und da, wo die sind, da sind schon mal irgendwelche Dinger da reingegangen und das ist alles taub. Ja, das ist alles taub hier. Und wenn ich das hier das auch hat, dann kann ich auch sein, dass man da über. Ja. Ich weiß, dass ich das halt ziemlich doll habe, immer bei Brennnesseln. Und gute Nacht, du wolltest, dass ich gehe. Nein, nicht, dass du hier. Irgendwie hört man ja alles. Ich frage mich nur, warum. Dieses verdammte Headset. Dieses verdammte Headset. Ach Leute, einen wunderschönen guten Abend euch. Ach Leute, einen wunderschönen guten Abend euch. Ich höre mich sogar doppelt und ihr mich wahrscheinlich auch. Moment, jetzt höre ich mich wahrscheinlich nicht mehr doppelt, aber ich find's trotzdem komisch, dass man mich gehört hat, obwohl ich überhaupt den Mikrofoneingang gar nicht anhatte. Naja, dann ist es wohl so.
Ja, Tyrawal. Fail. Schönen Abend. Schönen Abend an Alec. Du warst der Erste, der geschrieben hat. An Fussel, an Schmidti, an Tyrawal, an Freakman. Angelika mal anders. Und vielen Dank schon für die Sounds einmal von Alec und Tyrawal. Tyrawal, ja, Fail. Keine Ahnung. Dieses verdammte Headset. Ja, also ich wollte mir. Hallo Samson, schön, dass du auch da bist. Ich wollte mir tatsächlich ein neues Headset nochmal kaufen, weil ich nicht so zufrieden bin mit dem. Weil der auch keinen Ausschaltknopf hat direkt am Headset und solche Geschichten. Ja. Naja, egal. So. Worum soll's gehen? Um Forge of Empires. Überraschung. Der Alec wollte schon was von mir. Der wollte gerne, dass ich auf W was belege bei ihm in der Arche. Das mache ich natürlich gerne. Das hat er mir schon mal vorab geschrieben. Auf W. Hier ist W. Hat er mir vorab geschrieben. Und weil der Freakman so viel meckert mit dem Headset. Ja, das stimmt. Der meckert immer so viel, der Freakman. Das ist ganz, ganz furchtbar. Aber heute kann man ihm dafür nicht böse sein, denn er hat heute Geburtstag. Gratuliert mal dem Freakman zum Geburtstag. Ah, so. Ich bin ein bisschen durch, muss ich sagen. Ich kam nämlich auch gerade von Geburtstag. Eine Freundin von mir hat heute auch Geburtstag. Also nicht nur Freakman. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Freakman. Schön, dass du im Stream bist, an deinem Geburtstag und dir dafür Zeit nimmst. Ich hoffe, wir feiern dich hier schön. Und ich hoffe, du hast bei Alec schon was belegt in seiner Arche. Freakman ist meine Nummer 1 hier auf W. So, und der Alec hätte gerne Platz 5 belegt, das mache ich doch glatt. Wahrscheinlich noch was einsammeln hier, dann muss ich nichts aus dem Inventar holen. So. Schon mal die erste gute Tat des Abends. Ich seh so anders aus an der Kamera. Ich habe heute kein Hoodie an, weil es so warm ist, Leute. Wir haben jetzt noch 21 Grad, aber ich glaube, hier in der Bude ist es noch wärmer. Es regnet gerade so ein bisschen draußen. Es ist, glaube ich, ziemlich gut, dass es jetzt mal ein bisschen regnet. Hier bei uns in Potsdam zumindest. Und ja, plötzlich ist Sommer, mitten im Mai. Mitten in Anfang Mai. Geht flott. So. Okay. Hallo Pommespirat. Alles Maikinder. Ja, ich war schon im April dran. Aber da war ich gerade im Urlaub. Und ich habe alles offen gelassen. Ich muss hier überall tätig werden und Dinge einsammeln. Und das ist das Erste, was ich mal so ein bisschen machen werde. Dinge einsammeln. Das Schöne ist, dass man damit immer gleich noch so ein bisschen ein paar von diesen Event-Ereignissen hier löst. Nehmen wir mal das. Nur einer gestorben dabei. Ist doch ganz anständig. Fusel hat im November. Können wir gleich mal eine Erhebung machen hier, wann die Zuschauer so Geburtstag haben. Und noch eine Quest abgeschlossen. Ja, wie schaut's denn aus bei euch mit dem Archäologie-Event? Seid ihr schon gut vorangeschritten? Also bei mir geht's jetzt langsam. Ich lasse mir eigentlich immer so ein bisschen Zeit. Angelika im Dezember. Tyrawal auch. Ich lasse mir eigentlich immer so ein bisschen Zeit. Und
Dann geht es eigentlich doch recht flott, immer so in der Mitte. Ach, das kann ich hier auch noch machen. Diese 1-Stunden-Produktion, die kriegen wir hier im Stream noch abgerissen. Aber 10 Stück nicht. Ich habe gar keine 10 Produktionsstätten, die ich hier bisher unterbekommen habe auf der Welt. Leider. Ich stelle so viele 1-Stunden-Produktionen an, wie ich kann. Es sind wahrscheinlich 5. Oh, es sind nur 4. 4, die sind wohl noch nicht fertig. Nee, erst in 1,5 Stunden. Okay. Gut, dann sind es eben nur 4. Und ich brauche noch 5, 10. Naja, gut. Gut. Die wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, die Quest. Oh, Pommes Pirat hat ordentlich abgesahnt, würde ich sagen. 3 Bühnen und 4 Siegerplätze. Man muss, oder Siegerplatz Kids, man muss sagen, das Archäologie-Event ist ja kein so besonders gutes Event, um Sets voll zu machen. Das waren ja so relativ unangekündigte Preise, die wir jetzt hier auf einmal bekommen haben mit den Bühnen und den Siegerplätzen. Heute sind ja die Siegerplätze und gestern waren die Bühnen der Zeitalter zu holen. Und ich glaube, das war auf der Beta gar nicht drin. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war auf der Beta kein Tagespreis. Und wir bekommen diese Preise, diese extrem guten Preise, jetzt relativ unangekündigt. Und sie sind für dieses Event halt auch sehr gut, weil man halt nur einen Teil braucht für die Bühne der Zeitalter. Okay, du brauchst 2 Teile für den Siegerplatz, aber 2 Teile geht halt immer noch ganz gut. Und wenn du 10 voll machen musst bei so einem Riesenrad, da hast du halt mega zu tun und du schaffst es halt im Archäologie-Event nicht, weil die Chance so gering ist, dass du einmal die richtige, naja gut, dass du einmal die Vase findest und dann auch noch so ein Preis drin hast. Genau. Also von daher sind das sehr dankbare Preise fürs Archäologie-Event und auch irgendwie sehr überraschende Preise, weil ja, die Bühne des Zeitalters hätte ich jetzt eher gedacht, dass das so ein einzigartiges Ding bleibt, was im Geburtstagsevent zu holen ist und vielleicht dann in 5 Jahren wieder beim nächsten Geburtstagsevent. Und beim Siegerplatz ist es ja, glaube ich, ein Preis des Vorspul-Events. Ich glaube Vorspul-Events. Oder Fußball-Events. Bin mir nicht ganz sicher. Und dass es den hier gibt, plötzlich, ist auch ungewöhnlich. Ja. Ja, also Angelika schreibt, sie hat 4 Tafeln. Was waren nochmal die Tafeln? Und 4 fehlende Kits vom Rad, oder was? Das ist halt, ja, das ist halt das, was man so bekommt, üblicherweise. Und das ist halt dann, du kriegst halt dein Rad nicht fertiggestellt damit, ne? Das ist halt blöd. Es sei denn, du hast aus dem letzten Event schon genügend fertige Kits, um das fertig zu machen damit. Ansonsten reicht's noch nicht. Aber gut, das Event läuft noch ein paar Tage und das Rad wird wahrscheinlich auch noch einmal kommen. Also das voll zu machen klappt vielleicht noch, aber ich glaube, man fährt besser mit der Bühne der Zeitalter, wenn man noch Platz genug hat in der Stadt. So. Josie will singen. Ja, vielleicht singe ich ja auch noch. Ich muss mich erstmal ein bisschen betrinken. Mit Wasser. Dann um 0:01 Uhr. So. Diamantrix. Stream zur selben Zeit wie Josie. Ja. Ja, tut mir leid. Ich wusste ja nicht, wann Josie jetzt aufhören will. Weil Josie meinte ja schon, sie will aufhören. Und ich war jetzt soweit. Hab Alex gute Nacht gesagt. Meiner Frau gute Nacht gesagt. Und einfach mal gestartet. Und falls die Josie jetzt
gute Nacht oder für jetzt Feierabend machen will und zu mir rüber raiden will, dann kann sie das natürlich gerne tun. Wobei das natürlich besser wäre oder passender wäre, würde sie jetzt zum Maulwurf raiden, weil der halt auch Anno spielt, ne? Genau. Von daher ist halt, es wäre ein nicht ganz so passender Übergang von Anno zu Rentner Anno. Aber gut. Das muss sie dann entscheiden. Okay. Wo kann ich hier noch was belegen? Was heißt denn P2 weg? In dem Ding jetzt hier? Okay. Dann mache ich mal P3 weg. Schnappt euch die Plätze. So. Ach, ohne irgendwelche. Naja, gut. Ohne Boni. Egal, ich muss die Forgepunkte loswerden. Josie macht einen 24-Stunden-Stream. Sehr gut. Oh nee, Josie macht keinen 24-Stunden-Stream. Josie hat nämlich gerade rüber geradet mit 10 Zuschauern. Ja, hallo. Hallo, liebe Josie-Zuschauer. Hallo Arak und Palim, hier klingelt's gleich. Der Arak hat direkt mal eine Subscription dagelassen. Vielen Dank dir, Arak. Vielen Dank. Du warst ja auch gerade wieder heftig fleißig. Sogar Diamantrex hat ein Abo bekommen. Unglaublich. Danke dir, Josie. Vielen Dank für den Raid. Obwohl das ja eigentlich viel passender gewesen wäre, wärst du zum Maulwurf rüber geradet. Dann wäre es ja Anno weiter gewesen. Und du hast ja, glaube ich, 15 Anno-Zuschauer gehabt. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass ihr 10 jetzt mit rübergekommen seid. Und ja, hallo Aldrin, hallo Tabaluga. Konntest du nicht steuern mit Diamantrex? Naja. Verteile die Abos zufällig, aber nicht an Diamantrex. Das wäre aber auch gemein, ne? Diamantrex darf auch mal ein Abo haben. So. Böser Arak. Diamantrex möchte gerne, dass ich seine Stadt auf Briscard US anschaue. Machen wir vielleicht später. Machen wir vielleicht später, weil ich habe ja gar nicht so viel Content, aber ich habe noch Städte abzuholen. Zum Beispiel meine Hauptstadt. Meine Hauptstadt, alles liegt brach. Ich war ja, wie gesagt, auch beim Geburtstag von meiner Freundin, der Freakman. Bei der Freakman war ich zum Geburtstag, zur Feier. Nein, nur Spaß. Thyrawal ist ja hier die einzige Dame, die ich, der einzige Herr, die ich als Dame bezeichne. Nicht der Freakman. Die Freakwoman. Ich weiß nicht, warum du auf Briscard US bist. Es könnte höchstens sein, dass du auf Briscard US bist, weil doch die. Oh nein, das Babyfon. Weil doch die Liliana da auch ist. Bestimmt deshalb, ne? Oh, Josie hat für dich gesungen. Wirklich? Das ist ja schön. Hallo Josie. Danke dir nochmal für den Raid, falls es noch nicht angekommen ist. Hallo Pi. Nee, ich habe noch nicht gesungen. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, live im Livestream zu singen. Ich bin noch nicht bereit dafür. iPhone, Babyphone? Wieso iPhone, Babyphone? Ja. Vielleicht singe ich irgendwann, wenn ich mich betrunken habe. Playback, ja, oder so mit Autotune, so wie Jockel letztens.
Oh, ich wurde geplündert. Leute, plündert ihr mich hier? Plündert ihr mich, weil meine Ernte offen rumliegt? Okay, ich muss mal kurz die Batterien tauschen. Ich bin nur mal kurz da drüben. So, neue Batterien am Start. Ich hoffe, das Gekracke gerade vom Mikrofon hat euch nicht zu sehr fertig gemacht. Den Freakman, unser Geburtstagskind, hat es bestimmt gestört. Aber er hat auch Adlerohren. Okay. Playback. Na, wie war's? Ich habe so schön gesungen. Ich weiß gar nicht, ob man es hören konnte. Ja, gleich Copyright Strike. Bam. Ja, die Chipmunks oder so. Die Erdhörnchen. Kopfstimme, wie die Bee Gees. Ne, das waren Erdmännchen. Aber ich hab's euch nicht. Ich hab nicht das Video gezeigt. Wegen der Strikes, ne? Aber kann sein, dass ich jetzt hier wieder, dass jetzt hier wieder die Passage dann einen Tonkreuzchen bekommt. Dass er dann die Passage stumm gestellt ist. Ich habe übrigens rausgefunden, dass es gar nicht letztens bei Portal, das war gar nicht im Hintergrund von meiner Frau die Big Bang Theory, was ich erst dachte, sondern das war die Titelmusik von Portal. Die ist irgendwie rechtebehaftet und darf nicht im Stream gespielt werden. Oder nicht im Stream schon, aber nicht im Video gespeichert werden. Was irgendwie schon ein bisschen absurd ist, finde ich. Aber gut. Altes Spiel halt, da gab es noch kein Streaming. Wahrscheinlich. Okay, ja, gut, erstmal einsammeln. So, ich habe leider auch noch ein paar Hilfsgüter zu verteilen. So schlimm ist wie Hase. Was hat denn der Hase gezeigt? Was hat er denn Hase für ein Content? Du hast es doch auch nicht gesehen, Pi. Hampi hat mich geplündert. Hampi hat mein Mondtor geplündert. Mein Mondtor stand sperrangelweit offen. Böser Hampi. Du böser Du.
Ich traue mich gleich zu singen, Leute. Ich hab's schon fast. Aber wahrscheinlich ist Herr Friedman gar nicht mehr da, weil er so enttäuscht ist. Marco! Du hast mir geschrieben, was ist denn los? Ich war heute Abend nicht da. Das gibt's doch nicht. Wie können die neuen Batterien leer sein? Tja, dann muss ich erstmal ein bisschen laden. Ich glaube, jetzt schläft sie erstmal. Ich war heute Abend auch nicht da zum GVG. Von daher konnte ich auch nichts machen. Oder nichts absprechen. Also keine Ahnung, was so passiert ist. Bei uns im GVG. Okay. Ich sage schon wieder ganz oft okay. Gut. Dann. Oder gut. Dann. Verteilen wir das erstmal. Das kriege ich auch voll. Die vier Ereignisse könnten nicht klappen. 288 Güter könnte klappen. Dafür haben wir doch unseren Ringtausch. Unsere Ringtauschangebote. Dann brauche ich auch gar nicht die Ereignisse. Tavernen und Einheiten besiegen könnte auch klappen. Oh, ganz oft Zeugs einsammeln. Ist hier noch irgendwas bearbeitet werden? Nö. Also, sammeln wir mal Vorräte ein. Dann kann ich hier ganz viele Quests beenden. 5 Schriftrollen. 7 Dekos errichten gleich. 3 Einheiten rekrutieren kriege ich auch hin. Meines Zeitalters, ne? Das ist nicht ganz einfach. Dann 1 Stundenproduktion, das ist auch nicht ganz so einfach. Aber die Dekos, da stand ja nicht mal was für Dekos, da reicht ja dann der Baum. So, 7 Bäumchen, abgeschlossen. 48 Forge-Punkte ausgeben, werde ich auch hinkriegen. Ja, gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh, da blinkt es ja. Da blinkt es ja beim Freakman. Du hast schöne Emojis. Gefallen mir. Das sind so Ton-Emojis, ne? Die passen zum Singen und so. Gut, Freakman. Dann alles Gute dir zum Geburtstag. Ich singe. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Freakman. Happy Birthday to you. Huh. So. Okay. Wir sind nicht gut gelandet. Warum denn nicht? Marco, wo sind wir denn gelandet? Da unten. Okay. Da unten sind wir gelandet. Mitten auf dem Strand. Ja gut. Irgendwo muss man ja rein. Haben wir versucht, euch anzugreifen? Ja, oder? Sieht so aus. Ja. Na gut. Ist halt so. Palim. Tyrawald. 42, die Antwort auf alle Fragen. Danke dir. Du
Du musst doch Freakman die 42 Bits schenken. Ich danke dir. Okay. Und schon wieder okay. Und schon wieder ein okay. Gut, ne? Dann. Das Einsammeln ist echt nicht einfach, wenn man nebenbei noch den Chat liest und zwischendurch noch was singt. Muss ich euch mal sagen. Okay. So, nochmal schimpft. Okay. Nochmal fünf Schriftrollen. Und jetzt kann ich hier mal übergehen zum Einsammeln mit der blauen Galaxie. Da haben wir den Mogultempel, den Kohleexpress, der möchte eingesammelt werden. Dann kann ich das schon wieder hier in meine Arche packen. Dann habe ich schon wieder eine kleine Quest abgeschlossen. Fünf weitere. Oh, und dann bin ich hier durch mit dieser Quest. Dann kann ich gleich mal gucken, ob ich die vielleicht doppelt habe. Und nochmal neu anwerfen. Tatsächlich, das war, glaube ich, dann die. Ja, mir fehlen noch diese beiden. Ich glaube, die habe ich gefunden. Die goldene habe ich noch nicht gefunden. Ich hoffe, es klappt auch wieder. Ich habe auch so das Gefühl, dass dieses Set hier das einzige ist, was wirklich ausgeglichen ist. Mit 30 Bürsten, 10 Schaufeln und 10 Dynamit. Also so vom Verhältnis von dem, wie man die Dinger braucht, ne? Also wenn man hier das normale Set kauft. Dann hat man hier unten das normale Set. Dann hat man ja immer 20,88. Das ist ja nicht ganz das Dreifache. Dann müsste man ja 24 Bürsten bekommen. Und am Ende hat man immer zu wenig Bürsten. Mein On-Stream-Chat ist eingefroren, echt? Sehr blöd. Stimmt, da steht noch Copyright Strike. Was mache ich denn da jetzt? Ich blende den mal aus und blende ihn wieder ein. Hilft das? Nee. Hilft nicht. Oder ich mache ihn einfach mal aus. Ich meine, der ist ja jetzt eh nicht mehr so wichtig, der On-Stream-Chat. Den hatte ich ja vor allem drin wegen dem Übergreifenden mit YouTube, dass man dann auch sehen kann als YouTube-Zuschauer, was die Zuschauer von Twitch schreiben. Und als Twitch-Zuschauer, was die Zuschauer von YouTube schreiben. Und jetzt sieht man das ja nur so nebenher. Und auch wenn man den Stream nachguckt, dann kann man ja die Nachrichten trotzdem sehen. Von daher mache ich den jetzt einfach mal aus und ich starte den, hänge den Link dann nochmal neu ein irgendwie. So. Familie. Ja, die FOE-Familie, ne? Die große FOE-Familie. Okay. Und wieder ein Okay. Weiter im Einsammeln. Königliches Badehaus. Sonnentempel. Und jetzt habe ich es voll wieder. Zack. Sonnentempel. Festlicher Kanal, Hippodrom, gigantisches Rad, Mikawa-Brücke, Kunstausstellung, oh nein, wieder voll. Kunstausstellung und Adlerberg. Okay. Okay. So, dann werde ich noch die 1-Stunden-Produktion anschmeißen. Schade, dass hier keine 4-Stunden-Produktion an waren, sondern anscheinend 8-Stunden-Produktion. Sonst hätte ich die andere Quest jetzt auch schon fertig. Und in einer Stunde kann ich dann diese abschließen. Diese. Und diese. Zwei, nee, Quatsch, das sind ja 15 Minuten. Und das braucht ja zweimal eine Stunde. Gut. Dann eben nicht. Dann eben erst morgen. Alles einsammeln, da gibt es jetzt nochmal Einheiten meines Zeitalters. Noch ein Kampf gewinnen. Geht auch klar.
und nochmal Einheiten besiegen. Das beendet jetzt auch nochmal zwei Quests. Das kriege ich auch noch hin. Ich glaube, in hier zum Beispiel müsste ich noch ein bisschen was machen, aber das werde ich jetzt durch Verhandeln machen. Denn ich möchte ja meine Burgpunkte auch möglichst bekommen, meine täglichen. Obwohl ich das auch ein bisschen laxer gemacht habe jetzt in den letzten Zeiten. Level up! Ja, danke, danke für den Hinweis. Wir machen gleich nochmal ein Level up hier bei der Arche vom Alec. So, jetzt kannst du leveln. Und oh, hier unten kann ich kämpfen. Da habe ich einen neuen Sektor freigeschalten. In der Venus. Und es geht Stück für Stück voran. Ich lasse mir hier, ich gebe hier keine Diamanten aus für die Erkundung der Venuskarte. Das würde natürlich dann schneller gehen, aber das ist mir. Ich meine, man hat ein ganzes Jahr Zeit, bis das nächste Zeitalter kommt. Da kann man ruhig mal irgendwie 3 Wochen investieren, um die Karte freizumachen, wenn es überhaupt 3 Wochen dauert. Aber kann sein. Man braucht ja mal 1,5 Tage ungefähr. Genau. Und da ich ja noch Einheiten besiegen muss, macht sich das eigentlich ganz gut, dass ich hier noch Gegner habe zum Besiegen. Und dann kann ich noch 2 weitere Quests abschließen. Es ist so bequem, wenn man nicht wirklich manuell kämpfen muss. Okay. Okay. Eine Quest. Eine weitere folgt zugleich. Ja, der Jockeltraut hatte so ein schönes Autotune-Overlay für sein Mikrofon. Und wenn man Autotune hat, dann klingt alles irgendwie gut. Das nächste Zeitalter ist auch schon da. Ja, ich bin auf der Jupiterkarte. Diamantrix. Nein. Es sagt nichts. Es sagt nichts. Es sagt nichts. Ich danke dir für die 10 Bits, Diamantrix. Jockel hat zum Geburtstag von Josie gesungen. Davon gibt es auch einen Clip. Könnt ihr ja mal gucken. Ich glaube, das ist sein letzter Clip gewesen. Oder der letzte Clip, der von ihm gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob er den selber gemacht hat oder ob jemand anderes den Clip gemacht hat. Und da hat er so ein Autotune-Overlay irgendwie auf dem Mikrofon drauf gehabt. Und genau, dann klingt das halt so vielstimmig, so ein bisschen. Okay. Okay. Und noch ein bisschen weiterkämpfen, dann habe ich diese Güter hier auch gleich noch. Die sind ja auch immer ganz hilfreich, wenn man auf der Karte vorankommen möchte. Auf der Forschungskarte. So Güter. Level up, geht's weiter? Geht's weiter?
Das ist eine ganz neue Art und Weise, wie man hier das Level Ups einsetzen kann. Oder eine ganz coole Art und Weise eigentlich. Okay. Okay. Ja, das hätte jetzt lange dauern können, Diamantrix, all die Herzchen vorzulesen, ne? Oder soll ich die vorlesen? Kleiner als drei, 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 kleiner als drei. Ich glaube, ich stürze gleich ab. Und das war noch nicht mal die Hälfte. Tosa raidet mich auch. Tosa, da! Danke dir, Tosa, für den Raid. Ah. Ja. Tosa, vielen Dank für den Raid. Was hattest du denn gespielt? Was hast du denn gespielt? Hattest du auch Forge of Empires ein bisschen an heute? Ich habe zumindest nicht wahrgenommen, dass du gepostet hast, dass du Forge of Empires streamst. Da gehen wir gleich rüber. Gucken uns gleich nochmal auf der Beta ein bisschen was an. Denn ich wollte es nochmal wiederholen, was es da Neues gibt. Fortnite. Fortnite. FOE ist morgen dran. Ah, also Leute, dann könnt ihr euch schon mal merken, der Tosa möchte morgen Forge of Empires streamen. Und wenn das soweit ist, dann poste das gerne im FOE Olymp. Dann können alle reinhüpfen, die Lust haben, mal bei dir zuzuschauen. Ist es dann wieder so ein 20-Uhr-Stream, wo du so ein bisschen verzögerst, das GVG machst? Also vielleicht so 5 nach 20 Uhr oder sowas? GVG, ja. Na, also morgen gibt es auch einen Forge of Empires Stream beim Tosa. Schaut da gerne mal rein. Und bei der Josie gibt es natürlich auch wieder regelmäßig am Samstag den Forge of Empires Stream, ne? Falls ihr da nicht eh schon reinschaut, aber ich glaube, da seid ihr, glaube ich, alle an Bord, die jetzt hier dann mit bei mir zuschauen. Immer Samstag 19:30, glaube ich. Und Pi ist oft live zu hören und vielleicht demnächst auch mal wieder live zu sehen. Schauen wir mal. Alles Gute dafür. Okay. Nochmal ein Okay. Muss sein. Muss einfach sein. Ich hab das hier alles ein bisschen vernachlässigt. Deswegen muss ich hier so ein bisschen Routine machen. Gut, und noch ein Kampf. Und jetzt kriege ich bestimmt hier nochmal. Nein, keine Versuche. Ein Trinkspiel. Du bist halb blind. Und weil du die letzten 4 Jahre eh so FOE gespielt hast, sollst du dich nicht so anstellen? Ich weiß nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, was du, also auch wie ernst das ist bei dir jetzt. Also ich hoffe, dir geht's zunehmend besser. Es hörte sich ja letztens eigentlich ganz gut an wieder von dir, aber jetzt beim letzten Josie-Stream hört es sich wieder eher an, als sei es du wieder nicht so gut drauf, Pi. Ich kann damit nichts anfangen mit 3-0. Also ihr anderen vielleicht, die ihr eine Brille tragt, aber ich als Nicht-Brillenträger oder noch Nicht-Brillenträger, ich merke, dass ich so ein bisschen
Altersweitsichtigkeit kriege. Weil ich werde halt auch nicht jünger. Und ich an die Dinge nicht mehr so ganz nah rangehen kann und sie scharf sehen kann. Ich muss sie schon ein bisschen weit weg machen, damit ich die scharf sehen kann. Das ist schon eigenartig. Das ist schon sehr eigenartig. Früher konnte ich halt wirklich so. Und wenn man es näher ranmacht, dann kann man es auch größer sehen. Unglaublich. Ab 8 Dioptrien wird man ausgemustert und das sind 3 oder was? Und das ist das gleiche? 3 und 8, also 3,0 und 8 Dioptrien? Sind das die Dioptrien? Oh. Okay, das ist krass. Gut. Das ist krass, Pi, dass du den Chat nicht lesen kannst. Und das war irgendwie auf einmal oder was? Oder das kam jetzt irgendwie erst? Bisschen Gags muss ich auch noch machen. Level up. Jetzt habe ich mich verklickt. Ist jetzt noch bei 10? Ja. Irgendwann ist es eh soweit. Dann braucht man wahrscheinlich eine Brille. Hilft nur eins, immer schön Möhrchen essen, ne? Wobei das mit Möhren, glaube ich, nicht viel zu tun hat. Das ist ja, wenn man alt wird, dann werden halt die Muskeln schwächer und so auch eben die Muskeln im Auge. Und die Muskeln im Auge, das Auge sonst zu so einer sehr, sehr schmalen Linsenform zusammen ziehen können, wenn man etwas sehr, sehr nahe anguckt, können das dann nicht mehr, weil die zu schwach sind. Und ich glaube, sowas Ähnliches kann man halt auch haben, wenn man irgendwie krank ist. Dass die Muskeln im Auge dann auch zu schwach sind. Und dass man dadurch halt irgendwie Schärfeprobleme hat. Also wenn das zumindest das Problem ist, das Fokussieren, das Scharfstellen. Genau. Ah, ein Nerv im Auge angesprungen. Okay, krass. Gut, dann ist es aber was anderes. Dann ist das was anderes, ja. Dann hat es mit den Muskeln ja nichts zu tun. Aber die Altersweitsichtigkeit ist halt das, dass die Muskeln dann quasi schwächer werden. Oh. Es klingt so gut, als wenn man im Alter weit sieht, weit sehen kann, aber man sieht nur noch weit. Und nicht mehr nah. Ah, okay. Naja, du kannst ja, das Gute an dem Chat in Twitch, bei Twitch und so, ist ja, dass du das auch einfach größer stellen kannst, ne? Also von daher, da geht's ja dann noch. Die Bedienungsanleitung auf Papier kann man nicht größer stellen. So. So, Leute, was mache ich jetzt? Soll ich erstmal auf die Beta gehen? Oder soll ich erstmal meine Welten durchgehen? Ich glaube, ich gehe erstmal auf die Beta, weil nicht alle von euch können ja so lange bleiben. Manche müssen ja
früher ins Bett. Und deswegen würde ich zumindest erstmal jetzt noch was zeigen, wie das mit dem, mit dem Zocker-Event funktioniert, wo man vielleicht doch noch ein bisschen was verbessern kann. Ein ganz, ganz kleines bisschen kann man noch verbessern, wenn man beispielsweise ein Gleichstandspiel hat. Und das würde ich euch gleich zeigen, aber ich sammle hier noch einen. Und ich zeige hier auch nochmal die anderen Features auf der Beta, die jetzt neu dazugekommen sind, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, aber ich glaube, ihr seid alle so Forge of Empires interessiert. Von daher bleibt einfach dran. Ansonsten seht ihr jetzt hier Dinge, die vielleicht irgendwann auf die Live-Server übertragen werden. Vielleicht aber auch nicht. Und ruckelt mal an der Tür von Inno, dass die Josie das auch alles sehen kann, weil es ist irgendwie blöd, wenn ein Forge of Empires Streamer nicht darüber berichten kann, was es demnächst vielleicht Neues bei Forge of Empires gibt. Wenn Josie auf die Beta guckt mit den anderen Leuten zusammen, die bei ihr den Stream schauen. Das ist irgendwie doof, dass sie das nicht sehen kann. Gut. Gut. Ich habe drei Turniertickets. Ich glaube, ich habe gerade noch eins gewonnen. Aus irgendeinem I Ereignis. Oder das ist gerade voll geworden. Nee, ist noch nicht voll geworden. Oder doch? Genau, ich habe drei Turniertickets und es gibt sogar den Siegerplatz gerade. Also es gibt den Siegerplatz offensichtlich auch beim Fußball-Event. Und ich bin aktuell in der Bronzeliga und spiele jetzt ein Spiel. Wir haben hier den Alice, der ist klar zu stark. Dann haben wir diesen Spieler, Gligorie. Da gewinne ich jetzt und dann einen, wo ich klar gewinne. Aber den mittleren gewinne ich jetzt auch schon. Und Tyrawal wird heute ein bisschen überziehen. Okay. Der Mandrix, vielleicht später, ja? Vielleicht später. Soccer-Event interessiert nicht. Doch, es interessiert, glaube ich, relativ viele, weil das Soccer-Event kommt dann demnächst auf uns zu. Und die Spielmechanik ist jetzt halt eine andere. Es ist halt keine, falls ihr das den letzten Stream noch nicht gesehen habt oder es generell noch nicht gesehen habt, es ist keine Wahrscheinlichkeit mehr, sondern man hat einen sicheren Gewinn, wenn da oben Win steht, man hat ein sicheres Verlieren, wenn da oben Lose steht. Und es gibt auch noch die Option Draw, also ein Gleichstand. Und dann gibt es den Preis, den ihr hier unten seht. Der ist eher aber nicht so gut. Und für diesen Draw-Fall kann man manchmal noch ein bisschen was rausholen. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, dass ihr ein Team habt. Also ihr könnt ja das Team hier noch verändern. Und ihr könnt jetzt beispielsweise solche Sachen machen, wie dass ich jetzt hier zum Beispiel den Spieler rausnehme und hier jetzt einen mit der 10 reinpacke und jetzt auf OK drücke, dann würde ich auch noch gewinnen. Aber dieser Spieler hier würde schon zumindest schon mal keinen Gleichstand haben. Wenn der jetzt aber allerdings der jetzt allerdings der 11er-Spieler drin ist, dann sind die hier quasi im Gleichstand und ich verliere hier an der Stelle keinen Punkt. Insgesamt gewinne ich das Match, weil ich hier einen Spieler habe, der besser ist als der da drüben und hier einen Spieler habe, der besser ist als der da drüben. Und wenn man jetzt ein Team hat, was ein bisschen mehr auseinandergesplittert ist von den Leveln und hier beispielsweise nur Spieler sind mit Level 8 oder so beim Grün, dann könnte man jetzt sagen, man nimmt einen grünen Spieler raus und packt stattdessen einen Level 12 Spieler von Rot mit rein. Und das würde zwar bedeuten, dass der rote Spieler Punktabzug bekommt, also wenn ich jetzt hier den 12er Spieler mal rausnehme und hier reinpacke, dann bekommt er 2 Punkte Abzug, dann kriegt er nur noch 10 Punkte. Aber im Vergleich zu einem 8er Spieler, den man hier vorher drin hatte,
wäre der dann besser und man würde dann vielleicht dieses Match gewinnen. Und man könnte dann von einem Draw auf dem mittleren, also gegen den mittleren Gegner, zu einem Win die Partie verändern. Und das ist diese kleine Einflussmöglichkeit, die man hat, wenn man ja, also wenn man das Team noch ein bisschen umstellt. Genau. Aber das ist alles. Also für mich würde es jetzt hier bedeuten, dass ich verliere. Das möchte ich natürlich nicht. Aber ich verbrauche jetzt hier mal meine Tickets. Aber das Problem ist, oder Problem nicht wirklich, man gewinnt halt das mittlere Spiel eigentlich fast immer. Man muss sich ein paar Spielerkarten besorgen, sodass man ein volles Team hat. Und dann sieht es eigentlich ganz gut aus für das mittlere Spiel, dass man da eigentlich nahezu immer gewinnt. Jetzt kriege ich auch noch zusätzliche Spielerkarten wieder, die ich jetzt gewonnen habe. Und auch beim dritten ist es so gleich gewonnen. Und wenn es mal nicht der Fall sein sollte, dass man das Spiel sofort gewinnt mit den Tickets, die man hat, dann hat man ja immer noch hier den Auswechselbutton. Dann kann man auch wechseln und gewinnt vielleicht dann. Also die Frage ist, diese Teamveränderung, lohnt sich das, da irgendwie noch Aufwand reinzustecken? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also es lohnt sich nur so mäßig. Früher musste man Dinge sehen, die nah dran sind. Bordsteinkanten, Kneipentüren. Evolutionstechnisch ist es von Vorteil, wenn der Partner im Alter nicht mehr mit voller Schärfe sieht. Komm, pack noch ein paar Witze aus. Also im Grunde fällt es kaum ins Gewicht, ne? Wo es ein bisschen bedeutsamer ist, ist einfach, wenn du sehr auseinandergespreizte Karten hast. Also wenn du halt wirklich ein grünes Spieler hast, irgendwie mit Level 13 oder sowas, aber blaue halt nur mit 8 oder so. Na, dann lohnt sich das. Dann lohnt sich das vielleicht irgendwie, weil, wenn du drei wirklich hervorragende grüne Spieler hast, einen von den Grünen in das blaue Team zu stecken und sowas. Und dann hast du auch was davon. Oh, Leute. Oh, Leute. Ich habe gerade eine Idee. Ich habe gerade eine Idee. Man kann ja Spielerkarten kaufen von einer Farbe. Das heißt, man kann eine bestimmte Farbe hochpushen, was wiederum bedeutet, dass dein Gesamtlevel wahrscheinlich nicht so stark steigt, weil die Teampower ja nur aus den Spielern gebildet wird, die in deinem Team sind, in deinem Standardteam. Das müsste man eigentlich mal ausprobieren. Leider ist es jetzt schon zu spät, glaube ich, das auszuprobieren. Und auf dem Live-Server das ausprobieren? Naja, auf einer Nebenwelt vielleicht. Genau, man könnte sich halt hier massenhaft blaue Spieler holen beispielsweise. Und dann hat man die, nehmen wir an, auf Level 15 und der Rest ist halt irgendwie auf Level 8.
Und die Teamstärke addiert sich ja dann zusammen aus den 8er-Spielern plus den 15er-Spielern und man kriegt dann entsprechende Gegner zugewiesen. Und dann nimmst du halt die blauen und setzt sie auch in die anderen Partien ein. Und schaffst es dann vielleicht sogar den starken Gegner zu besiegen. Kostet Dias, das ist richtig. Aber das wäre vielleicht eine Strategie, wie man gegen den starken Spieler kämpfen kann. Ist jetzt blöd, dass ich meine Tickets verbraucht habe. Ich glaube, morgen gibt es ein Ticket, aber das gibt es halt erst in 2 Stunden hier auf der Beta. Schade. Schade. Level up. Das werde ich aber noch ausprobieren, Leute. Das werde ich noch ausprobieren. Ja, schauen wir mal, Pi. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich werde noch ein paar Dias einsetzen auf der Beta, um das auszuprobieren. Und morgen vielleicht noch ein paar Dias ausgeben. Man bekommt ja hier Dias geschenkt, deswegen ist es ja eigentlich nicht schade drum. Und dann kann ich vielleicht beim nächsten Stream oder wenn es dann auf dem Live-Server ist, das Event, mal berichten. Ob das irgendwie einen Vorteil gebracht hat. Also wenn man wirklich einen Überhang hat von einem bestimmten Team, das dann deutlich besser ist als die anderen. Aber die 69, die ich jetzt hier habe, das ist doch wahrscheinlich das zusammen, mein Team zusammen addiert hier, ne? Moment, wo ist es denn jetzt? Nein, wenn ich Play drücke. Play Match. Zusammen sind sie 6, dann sind es 2, 5, 6, 7, 8, 9, 69. 69. Und das ist ja die Standardaufstellung. Und wenn ich jetzt bei mir macht es jetzt am meisten Sinn, das jetzt auf Grün zu gehen, weil die grünen Spieler eh schon am höchsten sind. Wenn ich die Grünen jetzt hochpushe, auf 20 vielleicht. Wenn ich da 2 20er hätte oder sowas, dann hätte ich statt 69 hätte ich dann, oder ich habe ja dann noch mehr 20er, die anderen wären ja dann auch nicht deutlich schlechter. Dann hätte ich halt eine Teamstärke von 40 und 40 sind 80, dann 82, 83, 84 und würde halt entsprechend stärkere Gegner auf dem mittleren Spiel haben, aber nicht so sehr viel stärkere Gegner auf dem starken Gegner. Weil ne, der starke Gegner hat jetzt 86, ich habe 69. Dann hätte ich vielleicht einen Gegner mit 100 als starken Gegner und dann würde ich halt umverteilen. Dann würde ich umverteilen und nehmen wir an, ich habe dann hier noch 18er und 19er oder sowas auf Grün und pack die dann hier rein. Dann würden die zwei abgezogen kriegen, dann wären die bei 17 und 16. Und hier vielleicht auch nochmal 17 und 16. Und wenn man die alle zusammen addiert, dann ist man bei über 100. Richtig, 6 mal 20 sind halt 120, aber ja, ist man bei knapp über 100 vielleicht. Weiß ich nicht. Ah, könnte knapp sein. Muss man probieren. Oh, ja, okay. So, hier soll ich noch 5 Minuten Produktion abschließen.
stelle ich nochmal 5 Minuten Produktion an. So, zu den anderen Beta-Features. Soccer-Event, wie gesagt, hatte ich auch schon beim letzten Stream reingeguckt. Was ich beim letzten Stream noch nicht so richtig angeguckt hatte, war, oder was wir nicht gesehen haben, war dieses Symbol hier. Denn hier oben seht ihr diese Laute und die sieht man hier auch rechts neben meinem Avatar. Kurz hier nochmal dem Alec helfen. Zap, zap. Und mir Blaupausen verschaffen. Genau, sieht man hier auch neben dem Avatar. Und wenn man da draufklickt, dann aktiviert sich das auch sofort. Das hatten wir uns angeguckt. Aktiviert sich sofort. Man kriegt einen Boost auf Angriff und Verteidigung, einen Bauboost und einen Rekrutierungsboost. Was nicht so viel Sinn macht, ist der Knopf aktivieren. Hatte ich auch schon gesagt. Tut sich halt irgendwie nichts, ne? Wenn sich das sofort aktiviert. Wäre halt sinnvoll, das nicht sofort zu aktivieren und dann vielleicht dann zu aktivieren, wenn man es möchte. Zum Beispiel direkt vom GVG oder sowas. Dann boostet man seine Armee halt nochmal um 5% oder sowas. Genau. Ja. Das. Und das letzte war halt das Auto motivieren, polieren. Das super Feature. Und das kann ich ja jetzt gerade nochmal machen. Ich mopoliere mal meine Gilde durch. Und es sieht dann so aus, dass Stück für Stück im Prinzip die Spieler durchgeklickt werden und die Städte dann motiviert werden. Das kann man hier quasi auch verfolgen, glaube ich. Na, nicht direkt. Man sieht jetzt das Helfen, den Helfen-Knopf nicht mehr. Wahrscheinlich, weil er als gedrückt zählt. Aber es ist halt noch nicht abgeschlossen. Aber es arbeitet auch im Hintergrund weiter und man kann jetzt hier andere Sachen machen. Man kann seine Fortschrittspunkte ausgeben. Und weiterspielen. Also ein sehr langsames Feature, wo halt sehr langsam im Prinzip die Nachbarn durchmotiviert werden, aber es dauert halt auch, wenn man es manuell macht, lange. Aber dadurch, dass man es im Hintergrund durchlaufen lassen kann, ist es halt cool. Da muss man halt dann nicht warten. Und es ist halt definitiv ein Feature, worauf viele schon lange warten. Ich auch. Weil motivieren ist halt langweilig und aufwendig. Gut, und die restlichen Fortschrittspunkte kriegt mal wieder der Turm zu Babel hier. Ach, Turm zu Babel sage ich schon. Das Observatorium. 76. Kann ich auch meine Fortschrittspunkte loswerden. Dank der Opsi-Förderung. Ja, Josie hat die Laute nicht, weil Josie halt diese Features nicht hat, leider. Und sie hat auch den allen helfen-Button nicht. So, jetzt kann ich hier im Prinzip alle Sachen auf einmal einsammeln und ich kriege jede Menge Münzen. Ich mache das gleiche jetzt nochmal mit der Nachbarschaft. Und dann schauen wir mal, ob es nochmal was anderes gibt, außer nur Münzen. Weil Blaupausen kriegt man ja durch das Motivieren auch mit einer geringen Chance. Schauen wir mal. Und währenddessen kann ich mal in die anderen Städte gehen. Wobei, ich lasse das hier vielleicht offen, weil der Alec vielleicht gleich wieder Level abruft. Wer weiß. Oder ich gucke schon mal rein. Ich gucke schon mal rein, dann kann ich schon mal Platz 5 belegen. Ach. Ich war schon vor dir da. Ich war schon vor dir da. Okay.
Ja, ich hoffe auch, dass sie Tresor und Friedensturm drin behalten. Man konnte jetzt bei manchen Spielern schon sehen, dass sie es ausprobiert haben und sowohl Tresor als auch, also Saatguttresor, als auch der Friedensturm werden beim Motivieren mit eingesammelt und man bekommt dann eben auch die Güter und Diamanten und was man so alles einsammelt über die legendären Gebäude, die man aufgestellt hat. Und von daher, sehr cool. Sehr cool. Und ich finde es tatsächlich auch ein bisschen eigenartig, dass sie das Feature for free rausgeben, währenddessen andere Sachen hier bei FOE Plus viel weniger sinnvoll sind und dann eben Monatsgebühr kosten. Wofür war der Fail jetzt, Pi? Was habe ich falsch gemacht? Sag es ihnen nicht. Wem soll ich es nicht sagen? Ich? Geht's überhaupt um mich? Inno hört mit bei mir. Naja, ich weiß nicht. Juba, bist du da? Der Feind ist immer da. Der Feind. Als wäre Inno unser Feind. Okay, also ich muss auch nochmal durchgucken durch die Welten, weil ich glaube, ich habe noch gar nicht überall die täglichen Dinge eingesammelt. Aber hier schon, auf A schon. Und die sind auch gestartet. Gehe ich gleich nochmal durch. So, Alec. Zack, schon mal drin. Ha, Spendierhosen. Ich habe heute die Spendierhosen an, Ja, das schaffe ich noch. Ja, den Halloween-Kalender spiele ich überall. Und ich kann einsammeln. Und es gibt eine Blaupause. Also, funktioniert. Funktioniert. So, aber die Nachbarschaft lasse ich mir offen. Denn eventuell bekomme ich eine Quest, wo ich die Nachbarn motivieren muss. Und deshalb lasse ich es erstmal noch offen. Und warte bis morgen wahrscheinlich. Ja, die muss ich hier mal wechseln. Ah ja, klar. Ja. Die wollen mich doch veralbern. So, Tischdecke. Kann ich nicht mehr. Was gibt's sonst noch so? Kann ich nicht. Parkett. Kann ich. Reicht nicht. 500 noch. Okay. So. Was war das? Kann sein, dass ich noch irgendwo eine 8-Stunden-Produktion zu laufen habe. Bin mir nicht sicher. Wo ist denn jetzt A? War das A? Ja, das müsste A gewesen sein. Okay. Verliert man schon den Überblick? Denn hier habe ich meine zwei Heckenjahr-Labyrinthe und einige Wunschbrunnen auf meiner Wunschbrunnenwelt. Möchte gerne Wunschbrunnenwelt. Hier sieht es auch ganz gut aus mit den verrückten Viechern hier aus dem Halloween-Kalender.
Ich glaube, ich habe jetzt hier auch so ziemlich alle, außer die silberne Tontafel 3, glaube ich, die fehlt noch. Das Schmetterlingshaus live. Also wer das Schmetterlingshaus live sehen will, der kann es sich bei Diamantrix auf W angucken. Gut, dann sammle ich hier mal ein. Einheiten. So viel schaffe ich, glaube ich, nicht. Noch eine Quest abgeschlossen. 5 mal 4 Stunden, das wird nicht ganz so einfach. Okay. Und der noch. So, was haben wir jetzt? Hier Forschpunkte ausgeben, schaffe ich. Zufriedenheitszugewinn schaffe ich auch. Noch mehr Zufriedenheitszugewinn. Da sind mir, glaube ich, die Kämpfe lieber. Forgepunkte ausgeben, kämpfen. Okay, kämpfen wir mal kurz. Das hat er scheiße hingestellt. Also ich habe gestern bei Freakman gesehen, wie er das aufgestellt hat. Der hat sich seine Stadt ein bisschen umgebaut. Oder nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön. Und hat das jetzt ziemlich gut aufgestellt. Auch auf W. Von daher könnt ihr auch bei Freakman gucken, wie er es aufgestellt hat. Könnt ihr mal vergleichen, wie Freakman das aufgestellt hat und wie Diamantrix es aufgestellt hat. Falls ihr daran Interesse habt. So, aber ich glaube, ich muss noch mehr Kämpfe machen. Genau, ohne Niederlage. Ich hoffe, auch das gelingt. Ah, das ist auch einfach. Mal gucken, wo ich noch ein paar Forge-Punkte loswerden kann. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Babel und arktische Orangerie. Ne, nicht Leke, sondern Leo. Auch gleich noch mit Blaupausen einsammeln. Alec, bist du schon wieder soweit? Platz 4 fehlt noch. Jemand Platz 4 für Alec, falls du jemanden suchst. Ah, der Umbau ist noch nicht fertig beim Freakman, also doch nicht angucken. Ist doch noch geheim. Oder noch gar nicht live, ne? Es ist zwar, ist nicht geheim, aber gar nicht zu sehen. Da das eher im Umbaumodus noch alles ist. Badaboom. Eine Überraschung im Samstagstream. Oh, okay. Gut, dann weiß ich schon was ihr dann euch näher anschauen könnt im Samstagstream, Pi und Josie. Guten Abend, FOE-Statistiken. Schön, dass du reinschaust. Komme ich hier eigentlich ganz gut voran, ne? Noch ein Häkchen mehr.
Noch ein Häkchen mehr. So, Zufriedenheit, motivieren. 15 Minuten Produktion, das ist doch auch einfach. Einfach und noch im Stream zu machen. Aber ich muss jetzt auch ein paar Blumenkübel aufstellen. Mach mal wieder so einen Neuner. Weit wir kommen, okay, reicht noch nicht ganz. Zwei mehr könnten schon reichen. Bei den Lücken von Diamantrex. Ah, Pi, Scherzkeks. Super Mario gestartet und direkt in den ersten Pilz reingelaufen. Immer und immer wieder. Sprungknopf nicht gefunden. Zack, gestrandetes Boot fertig. Okay. Dann sollte ich noch mal Güter tauschen. Und hier die ganzen Dekorationen auch wieder abreißen, weil wenn man die zu stehen hat, dann gehen die ganzen Motivationen verloren, weil aus irgendeinem Grund der Alle-Helfen-Knopf ganz bevorzugt Dekorationen poliert. Und sie nicht auf wirklich wichtigen Gebäuden drauf tut. Habe ich ein Angebot, das ich annehmen kann? Direkt? Nö. Gut, dann wie gewohnt Eisen gegen Kalkstein. 50-50. Lieke, falls du noch online bist, wäre lieb, wenn du es direkt annehmen kannst. Kurz alles. Ach so, das ist auch Ringtausche. Dann kann ich es ja da einstellen. Ich danke dir. Ich danke dir. Zack. Eine Quest abgeschlossen und andere Handel muss noch ankommen. Dann wäre der auch fertig. Da ist schon mal die Meldung. Da ist auch das Ergebnis. Das ist sofort fertig. Und dann bin ich hier auch up to date auf A. Alle Helfenknopf, kann ich dir noch zeigen. Und zwar gibt es auf der Beta jetzt einen neuen Reiter hier mit den Sternchen. Und ein Aid All, also allen helfen. Eine Funktion. Und ich habe das vorhin schon gemacht bei meiner Gilde und bei meinen Freunden. Und wenn man das ausführt, dann kriegt man am Ende im Prinzip nochmal einen Einsammeln-Knopf hier an der Stelle, wo man dann die ganzen Münzen, die man gewonnen hat, aus dem allen helfen und die ganzen Blaupausen im Prinzip einsammeln kann.
Und andere Spieler haben auch schon ausprobiert, ob das mit dem Saatguttresor funktioniert und mit dem Friedensturm. Und das soll auch funktionieren. Das heißt, auch die Güter, Medaillen, Diamanten, Vorräte und noch zusätzlichen Münzen müssten ankommen. Okay, dann geht es schneller. Wenn man nochmal auf das Handelssymbol zum Markt komme nicht ganz mit. Also wenn ich hier drauf drücke, ist es abgeschlossen oder wenn ich über die wahrscheinlich über die hier rüber, oder? Hier. Es ist wahrscheinlich sofort abgeschlossen, weil ja dann im Prinzip dieser Eintrag da auch raus muss. Okay, drei Einheiten des Zeitalters unten links. Also hier einfach nur auf den Handel. Und dann ist es abgeschlossen. Vielleicht kann man das heute Abend auch noch ausprobieren. Mal schauen. Okay, gut. Ja, genau, okay. Ich versuche mal hier noch eine Einheit zu holen, aber ich glaube, ich habe jetzt gar nicht mehr genügend Abhängige hier. Nee, ich mache nur noch die. Und dann geht's demnächst weiter. Ja, vermutlich schon, Freakman. Die werden random sein. Also ich weiß halt nicht, wie der Einsammeln-Algorithmus funktioniert und ob der in Reihenfolge durchgeht. Es sah jetzt nicht so aus, als würde er in Reihenfolge durchgehen. Ach, wisst ihr was? Ich drücke jetzt den hier nochmal. Also ihr seht jetzt aktuell, ihr seht, fast alle sind unmotiviert. Ich drücke jetzt hier Nachbarn motivieren. Und es geht los. Es geht der Reihenfolge nach, wie ihr seht. Es geht der Reihenfolge nach vom stärksten Nachbarn zum schwächsten nach hinten durch. Der Helfenknopf ist weg, nachdem man alle Helfen gedrückt hat. Und wir sehen, die 24 Stunden erscheinen halt in dem Moment. Oh, hier kamen zuerst diese beiden. Na, wahrscheinlich macht er irgendwie zwei auf einmal. Aber es geht schon ziemlich der Reihe nach durch. Also vom Stärksten zum Schwächsten. Ja, also so wie Pi gesagt hat, startet von vorne und geht nach hinten durch. Und es sieht danach aus, als würden da zwei parallele Prozesse laufen. Und dann kann es auch mal sein, dass der zweite Spieler zuerst motiviert ist. Und am Ende kann man halt hier einsammeln. Und zack, kriege ich noch eine Blaupause vom Tower of Babel und 4900 Münzen. So, nochmal kann ich es nicht zeigen. Falls jetzt noch jemand kommt und das sehen will, dann müsste im Streamspeicher geguckt werden. Gut. So. Alec, willst du nochmal? Suchst du noch P4? Und dann habe ich noch 30 Forge-Punkte los. Oh, Claudi. Das kommt ja wie gerufen. Genau 30 möchte ich noch loswerden und 29 werde ich noch loswerden. Perfekt. So, und Harley zahlt nicht mehr ganz so viel bei mir. Oh, doch, jetzt hat er wieder ordentlich nachgelegt. Ah. Er soll erstmal P1 machen.
Ich glaube nicht, dass der Alle-Helfen-Knopf irgendwie mit dem Soccer-Event was zu tun hat. Also es hat ja ganz logisch nichts mit dem Soccer-Event zu tun. Aber ich glaube auch nicht, dass der parallel mit dem Soccer-Event starten wird. Tabaluga. Der wird halt mit einem Update kommen. Also so wie eins, was heute eingespielt wurde. Heute kam ja auch ein Update. Ein normales Update. Dieses auf die 230. Und da wird dann dieser Alles-Helfen-Knopf auch mit drin sein, nehme ich an. Und der Soccer Cup, der startet ja dann unabhängig vom Update an dem Eventtag eben, für den er vorgesehen ist. Also die neuen Events werden natürlich auch mit diesen Updates ausgerollt, aber die kommen halt nicht an dem Update-Tag, sondern ein paar Tage später. An dem Update-Tag, das kann aber auch ein stilles Update sein, wo man dann keine Mitteilung mehr bekommt, bekommt man dann halt diese Einblendung hier oben. Also, dass man da die Event-Währung einsammeln kann demnächst, die ja dann anfangs immer noch geschlossen ist, wo man noch nicht reingehen kann. Genau. Aber sonst hoffe ich, dass das alle helfen sehr schnell kommt, weil das, glaube ich, etwas ist, was sehr viele gerne haben wollen. So, hier bin ich auch vorbereitet. Und so viele. Ach so, die Tafeln. Ja, so viele Tafeln sind hier gar nicht an. Das sind die Tafeln. Angelika hatte ja vorhin die Tafeln erwähnt. Natürlich, die Tafeln im Event. Ja. Eins, zwei, drei. Achso, hätte nur zwei gebraucht. Egal. Und die Einheiten kriege ich hier. Beim Alcatraz einsammeln. Bisschen kämpfen, bisschen Vorräte sammeln, bisschen Münzen sammeln. Das ist alles kein Problem. Da sind schon mal die Münzen. Ein kulturelles Gebäude errichten, auch einfach. Zack, durch. War das jetzt? Nee, das war eine Quest, die ich noch nicht hatte. Kann ich auch nicht neu starten. Bisschen Vorräte einsammeln. Gar nicht wie viele. Das reicht. Güter einsammeln schaffe ich auch die 100 hier. Brauche ich keinen Handel einstellen. Und kämpfen kann ich mal eben noch machen. Hier muss ich ja eh auch noch durchkommen. Ja, ich meine, sollen sie meckern, dass es langsam ist? Ich meine, es gibt immer Leute, die meckern. Mir ist es egal. Das läuft halt parallel, deswegen stört es mich halt überhaupt nicht. Dann soll es halt langsam sein, aber es läuft halt nebenher durch. Ne? Es kann halt passieren, dass man am Ende das Einsammeln vergisst. Wenn es langsam läuft und man nicht mehr darauf achtet. Das könnte passieren, dass man das Einsammeln am Ende vergisst. Ist halt die Frage, ob das bestehen bleibt. Und wenn man das nächste Mal drauf guckt, dass man dann einsammelt, dann ist ja auch nicht schlimm. Okay, mal schauen. Habe ich jetzt hier mal wieder Diamanten drin? Leider nicht.
Leider keine Diamanten. Aber die Güter habe ich schon eingesammelt. Einen weiteren Kampf machen. Zehn Forge-Punkte kaufen. 500 Tavernensilber ausgeben. 8000 Münzen sammeln. Na, die Münzen sind. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Ich muss doch erstmal beim Einsammeln weitermachen. Beim Einsammeln mit der blauen Galaxie. Jetzt habe ich zwei Procs verloren. Egal. Alles schon so voll. Ist hier noch was rein? Ja, sehr gut. Dann kann ich jetzt zumindest den Rest hier erstmal abholen. Und den Winterdom. So. Ja, Blaupausen bekommt man auch. Hat man gerade sogar gesehen. Also ich hatte eine Blaupause vom Turm zu Babel dabei, wo ich es angeklickt habe, gerade bei den Nachbarn. Man bekommt alles. Bisher zumindest. Also wenn da nicht irgendwie was kaputt gemacht wird, dann bekommt man alles. Zack, 10 Spieler motivieren. Damit muss man dann halt ein bisschen vorsichtiger umgehen, dass man sich halt nicht gleich alle durchmotiviert, wenn man in einem Event ist und vielleicht dann eine Aufgabe kriegt, wo man motivieren muss. Weil sonst würde man halt an der Stelle erstmal nicht mehr weiterkommen, wenn man schon alle durchmotiviert hat mit dem allen helfen Button. Allen helfen Knopf, um das mal auf Deutsch zu sagen. Das geht ja dann noch einfacher und noch schneller von der Hand, dass man mal eben alle durchmoppelt. Ja. Naja, Pi, ich vermute halt wirklich, dass das so dass das erste Ausprobieren ist. Dass die Leute erstmal gucken wollen, wie ist es denn? Und da einmal 30 Euro investieren. Und dann merken sie halt, naja, gut, für 30 Euro, was man da bekommt, ist jetzt aber nicht die Welt. Wenn man wenigstens den alle Helfen-Knopf hier bekommen würde. Aber nee, den gibt es wahrscheinlich einfach gratis. Zumindest so, wie es auf der Beta den Anschein macht. Aber das will ich jetzt auch gar nicht zu laut sagen. Von daher, ich habe nichts dagegen, dass man den gratis bekommt. Also die 100 Güter kriege ich ja auch noch zusammen. Und die 5-Minuten-Produktion, die laufen wir jetzt. Laufen wir jetzt schon. Aber ich habe hier doch noch ein anderes. Die Gilde motiviere ich mal durch. Sind ja nicht so viele. Wo arbeite ich denn noch dran? Am Alka. Genau, da sollte ich noch mal Punkte reinstecken, damit das Alka dann auch bald fertig ist. Alcatraz und so.
Ja, so 10 Euro für Convenience-Features. Das ist nett. Das ist nett. Denke, das wäre okay. Das wäre ein Preis, der ist okay. So alles helfen. Vielleicht auch ein alle Tavernen besuchen Knopf. Und ja, dann gibt es hier eben noch diese 1000 Forge-Punkte in der Leiste. Alles kostenlos einsammeln, ohne Diamanten auszugeben. Ja, und der Rest hier, der ist ja eh. Eh nicht die Welt. Aber generell so ein Convenience-Feature-Pack wäre ja nett. Den Rahmen kann man abschalten. Damit die anderen nicht sehen, dass man Geld ausgegeben hat. Okay. Finde ich jetzt nicht so sinnvoll, den Rahmen abzuschalten. Aber gut. Die Feiglinge, die das Dummium gekauft haben, die sollen auch geoutet werden. Online-Pranger. Ja, das ist jetzt meine Eisenzeit-Kampfstadt und da ist es dann sinnvoll, diese Eisenzeit-Karte auf der Gildenexpedition auch durchzukämpfen. Deswegen mache ich das mal eben. Ich bin jetzt übrigens, ich probiere jetzt mal wieder ein bisschen rum, was meine Kampfkraft angeht und bemerke, dass ich auch einfach nur mit ganz vielen Fernkampfwaffen hier echt gut durchkomme und dann auch nicht mehr in die Karte rein muss. Ups. Wie ich das ja mit den Reitern musste, um die Reiter hinten stehen zu lassen. Das habe ich ja vorher alles mit den Reitern gemacht. Aber hier bis Karte oder bis Stufe 2, also jetzt, also Stufe 1 und 2 komplett durch, geht super gut mit den Fernkämpfern. Also den. Wie heißen die Dinger jetzt hier? Ballisten. Genau. Hallo Sikat. Schön, dass du auch da bist. Lange nicht gehört, das stimmt. Bist du jetzt wieder so spät erst gekommen? Warst du beim GVG auch nicht dabei? Ich war heute auch nicht dabei. Ich war noch beim Geburtstag. Katapulte sind halt insbesondere im GVG eine sehr gute Lösung. Nochmal 5 Kämpfe. Das war jetzt blöd. Jetzt muss ich die 5 Kämpfe gegen Nachbarn machen. Aber da ich ja noch in der Eisenzeit bin, muss ich erstmal welche finden. Ja, die eben gerade nicht. Der auch nicht. Also an einem bestimmten Punkt geht es dann irgendwie ganz schnell, dass man durch die Quest durchkommt. Wenn man sich so ein bisschen was an Aufgaben aufgespart hat und die Aufgaben von den Tafeln gerade eh macht, dann kommt man mit der Hauptquest, oh, sabotieren wollte ich jetzt nicht, kommt man mit der Hauptquest auch sehr schnell durch. Angelika, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag morgen und noch eine gute Woche. Und dann bis demnächst gerne.
Gerne bis zum nächsten Mal. Mittwoch in 14 Tagen bestimmt wieder. Nächste Woche werde ich auch streamen. Wenn nichts irgendwie ganz Wichtiges dazwischen kommt, werde ich auch streamen, aber dann eher Portal. Und vielleicht dann auch mit Seekat. Mal schauen. Mach's gut. Also 4000 Münzen ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ich könnte jetzt hier löschen und also Gebäude aufstellen und löschen immer wieder, aber ist eigentlich albern. Ich habe noch 11 Tage Zeit. Muss ich nicht machen. Ich starte jetzt hier einfach die 8-Stunden-Produktion und dann schaffe ich die Quest morgen. Auf nach Oceria. Auf nach Oceria. Hier habe ich auch alles vorbereitet. Der Edelstein liegt da rum für nach 0 Uhr. Ich habe allerdings nicht mehr viele Pinsel und Kram. Also hier wäre es gut, wenn ich ein bisschen vorankäme in der Hauptquest. Vielleicht gleich mal hier rein springen. Und ein paar nehmen wir mal vier und zwei, oh, auch vier davon. Gut. Und ein paar Ge Begegnungen abschließen hier, um die 12 voll zu kriegen. Und ich bin ja bei 9. Fehlt ja nicht mehr so viel. Und einen von denen noch und einen von denen noch. Nehmen einfach die Kontereinheiten. Ist sicherlich nicht ideal, aber ist von jedem was dabei. Man verliert von jedem was. Und dann haben die Kasernen wieder, müssen die Kasernen das wieder nachproduzieren. Ist okay. In meiner Kampfstadt habe ich schon relativ hohe Angriffs- und Verteidigungswerte. Kann ich gleich nochmal rübergehen. Ich mache mal hier eben noch die 12 Quests. 12 Quests, die 12 Kämpfe. So. Oh, jetzt habe ich auch gleich die 650 Schriftrollen bekommen. Prima, prima. Ich gehe nochmal kurz rüber und gucke wegen der Kampfwerte. Sigurd ist bei 200 und 170, das sind auch gute Werte. Das sind gute Werte. Also viel mehr braucht man auch nicht in der Eisenzeitkampfstadt. Ich bin bei 351 und 412. Das ist halt sehr übertrieben schon. Das ist halt schon sehr übertrieben. Deswegen, ich könnte eigentlich ein bisschen zurückbauen, was die Kampfkraft angeht und noch ein bisschen mehr Wunschbrunnen stellen. Aber gut. Andererseits überlege ich, ob ich nicht im Zeitalter aufsteige und dann muss ich ja auch ein bisschen weiter fördern, meine Kampfkraft, weil die Gegner dann eben auch mehr Kampfboni haben. Das müssten hier auch schon 8 Stunden Produktion sein, sodass ich die Quest hier auch gleich beenden kann. Es fehlt einer, oder was? Nee, 19 Forge-Punkte noch ausgeben. Na gut, mal gucken, ob ich die noch voll mache. Ja, mache ich voll. Dann kann ich die auch noch leveln. So. Arkangelus.
die Hagia dran? Nee, die fördere ich selber. Die fördere ich selber. Dann ist, glaube ich, der Aachener ist auch fertig. Aachener ist auch fertig. Beide auf 11. Aachener und Zeus jetzt schon auf 13. Dann kann ich beim Galata den Galata noch voll machen. Dann mache ich den Galata noch voll. Dann kommt der jetzt hier rein. Der noch auf 10. So. Ich muss mal wieder einen Classic-Einblick machen. Da hat sich ja jetzt viel getan. Aber ich habe halt nie... Also das Format, der Classic-Einblick war halt oder ist halt eigentlich so ähnlich, so wie so ein Livestream, nur dass ich mich eben nicht mit euch nebenbei unterhalte, sondern dass ich einfach nur so über meine Stadt plaudere. Und von daher habe ich jetzt nicht so richtig den Sinn gesehen, dass ich jetzt parallel noch einen Classic-Einblick aufnehme. So, jetzt kann ich hier noch zwei volle Sets kaufen und dann habe ich morgen auch genug, um ordentlich voranzukommen. Sehr schön. So, Stadthaus. Eins, zwei. Reichen zwei? Reichen. Und dann sammle ich noch den Rest ein und stelle 4-Stunden-Produktion an. Und dann bin ich hier auch soweit fertig. Hier die 8-Stunden-Produktion für die Güter. Und 4. Wie viel eigentlich? 8-mal. Ja, dann stelle ich nicht so viele ein. Dann stelle ich eben nur 8 ein. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben. Haben wir noch? Ja. 8. Ach. Egal, egal. Ich habe da überall jetzt 8 Stunden Produktion eingestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es sind auch genau 16 zusammengerechnet. Dann habe ich jetzt eben 8 Stunden Produktion und 8 Stunden Produktion und 8 4 Stunden Produktion am Laufen. Dann ist das auch bis morgen abgeschlossen. Hier jetzt 4000 Tavernensilber sammeln, das wird wohl nichts. Heute. Und auf die Vorräte kann ich warten. Fehlt noch Wahlstrand. Ja, arktische Orangerie funktioniert halt auch sehr gut. In der Gex. Jetzt sind die Dinger hier fertig. Aber hilft mir nix. Hilft mir nicht wirklich. Ich kann... Nee, habe ich ja gar nicht. Kann nicht wirklich was mitmachen. Nö. Mache ich wieder die Produktion normal an. Und wie schaut's hier aus? Hier habe ich zwar die Sammlung für heute fertig, aber ich habe noch keinen vorbereitet. Hier kam ich, glaube ich, dann nicht weiter. Genau. Hier kam ich nicht weiter im Event. Ist natürlich schwierig. Aber ist halt so. Ist halt so. Das heißt, hier muss ich mich noch ein bisschen bemühen. Da fehlen mir ein paar Produktionsgebäude. Ich habe halt schon ein bisschen Platz geschaffen. Jetzt noch mehr Platz geschaffen. Müsste ich mal alles mal ein bisschen nach vorne ziehen hier. Meine schicken Gebäude, dann hätte ich hinten raus noch ein bisschen Platz
Im Produktionsgebäude. Wir müssen am Freitag wieder ordentlich abräumen im GVG. Ja, schauen wir mal, was wir am Freitag schaffen. Am Freitag ist es aber auch so. Also morgen werde ich wahrscheinlich nicht beim GVG sein, weil ich wieder die Kleine ins Bett bringe. Aber Freitag müsste ich dann wahrscheinlich dabei sein. Schauen wir mal. Heute war ich nicht dabei, weil ich beim Geburtstag war. Gestern war ich nicht dabei, weil ich die Kleine ins Bett gebracht habe. Ja. Zu 99%, okay. Ja, bei mir auch. Bei mir ist es auch zu einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit. Ja, Freakman. Alles Gute noch für die letzte Minute. Und ab morgen beginnt wieder der harte Nicht-Geburtstagsalltag. Ab in einer Minute. So, dann bin ich einmal überall durch. Hier hatte ich noch was am Laufen. Ach, 1-Stunden-Produktion, genau. Aber noch einige. Die 15-Minuten-Produktion kann ich noch machen. Die 15 Minuten bin ich auch noch online. So. Ich bin durch mit den normalen Sachen. Und jetzt ist 0 Uhr, müsste ich jetzt die vorbereiteten Edelsteine einsammeln können für den Eventkalender. Da kommt auch schon die Tagesquest, die fertig ist. Und die Burg. Zack, zack. Und dann kann ich hier den Edelstein einsammeln. Für heute. Katsching. Und hier habe ich viel zu viel. Jetzt bin ich hier schon bei 9 Scherben und ich habe alles schon gelöst. Auch mal Tage, wo ich keinen Edelstein kriege, aber jetzt werde ich auch noch weiterspielen wegen der Siegerplätze. Ich könnte höchstens sagen, ich spiele jetzt nicht weiter. Oh, Pommespirat, du hast jetzt Geburtstag. Oder was? Auch an dich alles Gute, Pommespirat. Falls du noch online bist und das noch hörst. Ihr singt jetzt für Pommes Pirat, bitte. Und wenn er nicht da ist, dann lohnt sich's ja auch nicht. Scheint nicht mehr online zu sein. Ja. Ist ja klar auch. Wegen der Arbeit und so, ne? Kann ja nicht mehr jeder online sein. Und jetzt sind ja auch nur noch 17 von vorhin 23 online. Was ja auch noch wirklich viele sind. Schon cool. Okay, ich traue mich mal. Huh. Diamantrix ist noch da. Yay. Okay, ja. Und nächster Edelstein vorbereitet für morgen. Arak, ich wünsche dir auch einen
einen guten Abend, eine gute Nacht und einen guten Tag morgen und eine gute Restwoche. Danke noch dir für deinen Resub, vierter Monat. Und natürlich auch danke für deine Bilder, die du so machst. Ich kann es ja, der Arak hat mir nochmal zwei neue Bilder erstellt. Ich zeig dir mal eben. Zwei sehr schöne neue Bilder. Und ich muss mal meine, ja, das Ganze hier aktualisieren, dass ich die auch mal nutzen kann. Zwar haben wir hier erstmal mein Avatar, mit meinem Avatar mit Tastatur, gehalten wie ein Gewehr. Die könnte ich nehmen, wenn ich Forge of Empires spiele. Ja, also das würde mehr passen als das mit dem Gamepad, was ich jetzt hier habe als Avatar. Und dann habe ich noch eins mit einer Brechstange. Und die Brechstange könnte ich nutzen für Portal und für Half-Life, wenn ich dann soweit bin und auch Half-Life spielen werde. Sikat, auch dir eine gute Nacht. Schön, dass du noch reingeschaut hast, wenn auch nur kurz. Oder für Counter-Strike, stimmt. Das sind ja alles Sachen, die von Half-Life oder ja, eigentlich von Half-Life sehr beeinflusst sind. Basieren ja alle auf der Half-Life Engine. Und der Gordon Freeman, die ikonische Figur aus Half-Life, falls ihr Half-Life gespielt habt. Wenn man da so Wallpaper oder so von dem hat. Dann sieht es immer so aus. Oder so ähnlich. Dann sieht man ihn halt immer mit einer Brechstange. Genau. Weil die Brechstange ist die erste Waffe, die man bekommt in Half-Life. Genau. Und die Tastatur passt auch für Jagged Alliance 2, aber für Jagged Alliance 2 passt natürlich auch die Pistole sehr gut, ne? Die mir der Arak ja eh schon gemacht hat. Wo habe ich denn das Bild von der? Ach so, bei Jagged Alliance. Genau, das mit der Pistole, dem rauchenden Colt oder das. Das passt da eh schon sehr gut. Genau, aber hier für Forge of Empires passt die Tastatur einfach besser als das mit dem Gamepad. Vor allem, weil ich mit dem Gamepad am PC eh nichts spiele, weil ich habe zwar ein Gamepad und ich könnte jetzt auch das Gamepad hier anschließen von meiner PlayStation. Weil das funktioniert ja auch am PC. Aber ich wüsste nicht, was ich jetzt mit dem Gamepad spielen soll. Alec würde CS auch mitspielen. Dann wäre noch die Frage, CS Global Offense oder Alt? Und dann brauchen wir noch, dann machen wir 3 gegen 3. Dann suchen wir uns Global Offense. Aber da muss ich mich erstmal eingrooven. Aber können wir gerne mal ausprobieren. Ich spiele ja mit Freakman und mit Alec immer gerne Rocket League. Und wir hatten uns jetzt überlegt, ob wir vielleicht nochmal was anderes spielen wollen. Und Counter-Strike Global Offense ist halt ein Gratis-Spiel, was sich jeder runterladen kann. Und Counter-Strike habe ich früher sehr intensiv gespielt. So mehrere Stunden täglich. In meiner Jugend. So fast jeden Abend, so ein paar Stunden. Genau, und da war ich auch relativ gut drin. Wenn auch nicht so richtig gut. Und Counter-Strike Global Offense ist im Prinzip die neuere Version von Counter-Strike. Ich weiß aber nicht genau, was da alles anderes ist, außer
dass die Grafik auf jeden Fall deutlich ansprechender ist. Und das könnte Freakman wahrscheinlich auch streamen. Jetzt habe ich was verraten. Ich weiß nicht, das stand ja aber vorhin schon bei Josie im Stream, ne? Dass du streamst. Okay. Dann gehe ich hier nochmal alle durch. Ja, gut. Hier komme ich ja jetzt nicht weiter, leider. Aber ich kann die Tagesschriftrollen einsammeln. Es reicht aber auch nicht für ein neues Set, um jetzt hier weiterzuspielen. Und die neuen Forge-Punkte kriegst du noch, Diamantrix. Schauen wir gleich mal rein hier, wie so ein. Aber schöner wäre es doch, wenn die Promenade direkt zum Eingang führen würde, oder? Auch wenn du es hier mit der kürzeren Seite anbindest. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ich hoffe, also ja, das Ding braucht einen Straßenanschluss, das ist richtig. So brauchst du nur eine Straße und wenn da über die, also wenn du die Tür einbindest, brauchst du zwei Straßen, ne? Ist richtig. So, auch hier kann ich jetzt in das nächste Türchen im Kalender machen. Und mit dem Tagespreis Siegerplatz noch ein Stück weiter spielen. Wobei das an der Diamantwelt auch ein bisschen fraglich ist. Das jetzt hier so sinnvoll ist. Decke ich mal auch noch auf. Na gut, sonst ist da nichts groß zu finden. Amelia Earhart. So hieß es, so glaube ich. Spricht man die aus, die Pilotin? Emilia Earhart. Ein Abolino-Zweitjob. Tja, dann musst du vielleicht auswählen, wem du ein Abo gibst. Tyrawal. Und wem du Bits gibst. Oder ein Zweitjob für die Abolinos. Andererseits, wenn Diamantrix jetzt so fleißig auch Bits spendet und vielleicht sogar irgendwann Abos, dann gleicht sich das ja ein Stück weit aus. So, mal schauen, ob ich hier noch einen Edelstein finde. Das versteckt sich auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Oh, die goldene Tafel. Habe ich die hier schon? Wahrscheinlich schon. Ja, auf der Hauptwelt fehlt sie mir. Da ist er. Da ist der Edelstein.
So. Einen noch. Hat sich auch nicht gelohnt. Na. Risiko. Hat geklappt. Aber auch keinen Siegerplatz bekommen, soweit ich gesehen habe. Aber der Edelstein für morgen wäre dann auch gesichert. Gut, und 25 Forge-Punkte, da war kein Siegerplatz dabei. 25 Forge-Punkte sind noch loszuwerden. An mich. Graf Carlo habe ich, glaube ich, auch schon gespendet. Gespendet oder eingezahlt. Spendet kann man da, glaube ich, nicht so richtig sagen. So, dann kriegt der, wird der Don Hefty nochmal überflutet mit ein paar Forge-Punkten. Nochmal 8. Doof, dass der Galator-Turm so weit unten ist. Der Rest wandert in meine Hagia. Ja, Diamantrix, ich habe doch da so einen Knopf. Ich glaube, der müsste sogar freigeschaltet sein. Friedmann kann sagen, dass er nicht wichtig ist. Wie meinst denn du das? Klar bist du wichtig. Also erstmal muss ja natürlich jeder auch die Funktion oder das Affiliate freigeschaltet haben, damit man. Ja, genau. Hör auf, Tyrawal. Dass man überhaupt Spenden oder Bits oder Abos entgegennehmen kann. Also Spenden kann man, glaube ich, eh. Nö, der geht schon für alle Welten. Der geht schon für alle Welten. Kannst du auch für Briscard US einlösen. Und auch hier. Nächster Tag. Einsammeln und öffnen. Einlagerungskit, wie überraschend. Nicht so, dass wir das jetzt schon viermal gesehen haben. Ach so, steht das da noch drin? Das stimmt aber nicht mehr. Das stimmt ja nicht mehr, weil ich ja mir einen zweiten Account angelegt habe. Das Problem ist eher. Also mit einem zweiten Account angelegt habe, mit dem ich in die Welten reingebe. Das Problem ist eher, dass der zweite oder das Passwort für den zweiten Account im Moment nur auf. Ach Menno. Dass ich das Passwort im Moment nur auf Firefox habe und der Firefox-Browser halt irgendwie bei Forge of Empires total lahmt. Und das ist dann nicht so schön. Oh. Quest abgeschlossen. Drei kulturelle Gebäude bauen oder Kämpfe gewinnen. Egal, ich baue die Gebäude jetzt. Keine Lust zu warten. Oder zu kämpfen. 5-mal eine Stunde. Und 30 Spieler motivieren. Muss ich mal rausnehmen. Aber ich muss mir den, ja, das Passwort mal für Chrome sichern.
Das ist sonst nervig. Mit Firefox, dass es immer so rumlahmt. Natürlich. Natürlich bist du wichtig. Ohne dich könnte ich hier manchmal nicht die Handelsquests beenden. Du bist immer flott da und schließt die ab. Ja, ich habe einen Passwortmanager und da ist das Passwort aber falsch drin, hinterlegt, Samson. Das ist blöd. Ungünstig, könnte man sagen. Ungünstig. Genau. Nicht so gut gemacht, würde ich sagen. Okay. Schauen wir mal. Briscard, US. Stadtbesucher, bin ich schon eingeloggt. Aber wenn ich jetzt U auf US gehe, das ist. Ist das US? Nee, das ist US. Bin ich auch schon eingeloggt, aber auf Oceria und ich will ja nach Briscard. Dann muss ich da leider nochmal die Quests machen. Nee, ich fange nicht richtig an. Natürlich nicht. Aber ich bin dann da. Deswegen habe ich ja den Zweit-Account. Damit ich nicht richtig anfangen muss. Damit mich das Ganze nicht stört oder irritiert bei meinem Hauptaccount. Ich habe schon genug zu tun mit meinen 5, 6 Welten, die ich jetzt habe. Und da ich dem ja auch alle, den Welten ja auch alle irgendwie immer einen Zweck gebe, was ich damit machen will oder zeigen will oder erreichen will, muss man da halt auch irgendwie dranbleiben. Wobei, wenn ich nicht die Lust oder die Zeit habe, dann lasse ich es einfach. Dann lasse ich das einfach, aber es funktioniert heute, zumindest im Moment, noch sehr flüssig hier auf dem US-Server oder auf Firefox. Kommt ganz gut durch die Aufgaben. So. Und jetzt? Ich muss ja noch kämpfen, oder? Auf der Karte. Achso, da muss ich Speere freischalten, so war das. Achso. Genau. Die Speerkämpferkaserne bauen. Oh, noch gar nicht die Speerkämpferkaserne bauen, sondern erstmal erforschen oder erkunden. Volle Nummer 10. Bei Freakman. Folgt Freakman. Er ist sehr gut.
Oh, man kann sich ja sogar falsch entstellen. So, jetzt habe ich es, glaube ich, geschafft. Genau, jetzt kann ich hier über global nach. Hast du mir geschrieben, wohin ich soll? Ich sehe es gerade nicht. Ich sehe es gerade nicht. Muss mir noch den Stadtnamen. Den Stadtnamen schicken. Zu Liliana? Gar nicht zu dir? Zu beiden? Muss auch zweimal einlösen. Diamantrix. Anfängerfehler. Freaky Graph Sushi. Eine sehr kleine, aber feine Stadt. Wahrscheinlich. Du bist noch in der Bronzezeit. Möchtest du in der Bronzezeit bleiben? Weil du bist doch schon eine Weile dort, oder? Eventquest durchgefreakt. Aber du hast sie noch nicht fertig, oder? Die Questline. Du bist tagesaktuell. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja gut, wenn man... Ich sehe zwei... Ja. Zwei Gütergebäude. Das reicht ja wahrscheinlich schon. Die Stage of Ages. Die produziert auch Güter. Aus der Steinzeit dann. Nee, wahrscheinlich auch aus der Bronzezeit. Weil sie ja nicht aus der Steinzeit oder in der Steinzeit gibt es ja keine Güter. Okay. Manuell durch die Gags kämpfen, ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Mit 8 Speris ist es nochmal doppelt nicht so einfach. Ansonsten ganz viele Produktionsgebäude für die Quests wahrscheinlich. Weil so viele sind es jetzt auch nicht. 2 große Farmen und 4 Töpfereien. Und einen Globusbrunnen. Wegen der Optik, weil der gut aussieht? Oder warum hast du den Globusbrunnen? Der sieht tatsächlich gut aus. Der würde auch gut nach W bei mir passen. Gags kämpfen geht nicht in Bronze. Weil es die Gags noch gar nicht freigeschalten in Bronze. Ich bin gerade nicht sicher. Aber wenn du manuell kämpfen oder Gags Stufe 1. Ach so. Du musstest dann manuell kämpfen. Statt Gags Stufe 1. Okay, verstehe. Das ist natürlich dann ein bisschen einfacher. Und die Bühne produziert wahrscheinlich Güter aus der Bronzezeit, oder? Weil die produziert ja normalerweise die Güter des Zeitalters vor dem eigenen Zeitalter. Aber in der Steinzeit gab es ja noch keine Güter. Genau, Bronzezeit, okay. So ist es, glaube ich, auch bei
Genau, beim Stargazer war das so. Der Stargazer war ja das erste Gebäude, legendäre Gebäude, was Güter des letzten Zeitalters produziert hast, also des Zeitalters vor dem eigenen Zeitalter. Und da war das so, dass da auch dann geschrieben wurde, wenn man in der Bronzezeit ist, dann produziert das Bronzezeitgüter. Ja, das ist dann Lilianas. Ups. Lilianas Zweitgilde, ne? Hast du ja gesagt. Little Pear O'Dice. Und Liliana ist dann auch bei Pear O'Dice. Was soll das heißen? Kleines Paar Würfel? Kleines Paar von Würfeln? Oder was heißt Paradise? So, wo ist denn Liliana? Schauen wir nochmal nach Liliana. Na, da ist irgendwas falsch geschrieben. Oder wurde nicht korrekt kopiert. Ein L zu viel. Genau, nur Pear O'Dice. Das ist die Stadt von Liliana und Liliana ist eine US-amerikanische Streamerin und die streamt auch Forge of Empires, hat das bisher vor allem auf YouTube gemacht, aber ist jetzt auch bei Twitch aktiv. Und die macht auch Videos bei YouTube. Wobei in letzter Zeit auch eher Streams. Genau, und sie ist noch gar nicht so weit im Morgen. Aber ansonsten scheint sie da ganz gut Energie reinzustecken, glaube ich. Oh, ich werde müde. Ist auch 0:30 Uhr. Hat auf jeden Fall die Golden Orrery bekommen auf Stufe 10 und ist fertig. Und hat auch für ihre Gilde ein Atomium gebaut. Aber auch so legendäre Gebäude wie die Royal Albert Hall oder die Dresdner Frauenkirche, die sind jetzt auch bei den meisten Effizienzspielern eher nicht so beliebt. Weil die Ra ist sehr groß für die Güter, die sie produziert. Und die Frauenkirche produziert relativ wenig Güter, auch auf einer relativ großen Größe. Aber gut, es spielt ja nicht jeder auf Maximum Effizienz. Ja, aber nett. Also ich habe auch schon ein paar Mal bei ihr reingeschaut. Lohnt sich für diejenigen, die Englisch sprechen, sicherlich auch. Hallo, Andropow. Andropow. Wie spricht man dich? Willkommen im Stream. Eine LG Pow. Okay. Also Pow nehme ich an wie PAU oder Po. Oh. Genau, LG-Sammlerin. Das trifft's, glaube ich, ganz gut. Mal gucken, was sie hier so an Menge hat. Ja. LG-Sammlerin. Definitiv. Aber alle schon ziemlich weit ausgebaut, würde ich sagen. Alle schon sehr, sehr weit ausgebaut. Also nicht nur einfach gesammelt, sondern auch ordentlich ausgebaut. Oh, und ich danke dir auch für dein Follow, Andro Pau.
Andrew Poe. Bist du auch Forge of Empires Spieler? Wahrscheinlich, oder? Welche Welt bist du, ne, wenn du schon so fragst? Ich bin gerade auf, wenn du schon so fragst, bist du wahrscheinlich... Level Up, genau. 120 Follower. Ja, sehr geil. Sehr geil, danke dir. Habe ich die 120 voll. Danke. Ich bin gerade auf Briskard US, weil der Diamantrix hat die Kanalpunkte eingelöst, damit ich mal seine Stadt auf Briskard US besuche. Das ist noch eine sehr kleine Stadt. War ich gerade eben schon. Hat noch frisch angefangen und arbeitet sich gerade durch das Event, wie er gerade erklärt hat. Noch keine LGs und so. Aber es ist eine US-Welt und deswegen war ich jetzt hier auch gerade mal bei Liliana the Magnificent, die ja US-Spielerin ist. Du kommst nicht ins Bett, Thürer, weil... Ja, aber ich mache jetzt auch Feierabend. Ich gehe nochmal überall drüber, über meine Welten. Ob ich jetzt noch was zu erledigen habe, aber ich glaube fast nicht. Ne? Hier sind noch mal 15 Minuten Produktion. Ja, Thürerweil, geh mal ins Bett. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Und danke dir für deine Bits. Und als etwa nicht spiele. Sage ich gleich. Ja, gute Nacht, Thürerweil. Schönen Tag dir. Schöne Woche. Und wir lesen uns wahrscheinlich demnächst wieder. Wahrscheinlich am Samstag spätestens. Und vielleicht mal gucken. Ich komme gerade nicht so richtig oft zum Streamen. Ich habe halt den Mittwochstermin, das passt dann auch, denn da schaufel ich mir das dann so frei, dass ich dann auch wirklich streame. Aber sonst ist die Zeit gerade ein bisschen knapp, die anderen Sachen weiterzuspielen. Jeden Mittwoch, 22 Uhr. Schaut gerne wieder rein. Ich bin noch nicht ganz durch. Speedy, hi. Du bist ja auch da. Meine Kampfwerte auf D. Das interessiert ja vielleicht auch Andro. Weil er ja gefragt hat, wie lange ich schon spiele. Und zwar habe ich jetzt 1578 zu 1085. Das sind auf jeden Fall ganz nette Kampfwerte, damit kann man ganz gut was anfangen. Ich komme halt in den allermeisten Fällen im Autokampf durch und in den Gildengefechten komme ich im Autokampf bis 100 Zermürbung. Speedy hat ein bisschen mehr. Aber ich kann auch mehr machen. Also ich habe einiges im Inventar, was ich jetzt demnächst noch aufstellen muss. Zum Beispiel Bühnen der Zeitalter, auch das Goldene Orrery, das hat ja auch voll ausgebaut. Dann auch noch Kampfkraft. Also ich muss definitiv noch ein paar Sachen aufbauen. Und dann das Schmetterlingshaus, das hat ja auch ein bisschen was drauf, wenn es dann fertig ist. Wenn ich es komplett gesammelt habe. Und den keltischen Bauernhof, den habe ich auch noch nicht aufgestellt. Also... Da ist noch einiges zu tun. Andro, seit wann spielst du denn? Ich spiele schon ziemlich lange. Man sieht ja jetzt hier, wie viele Tage. Wenn man hier unten guckt, dann gibt es ja hier den... Achso, das ist der hier, ne? Den FOE Fanclub. Und laut dem FOE Fanclub habe ich in 4 Tagen 3000 Spieltage absolviert. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob ich an jedem einzelnen Tag dieser 3000 Spieltage online war. Aber es sind sehr, sehr viele Spieltage. Genau, also ich spiele schon seit einer ganzen Weile, so 7, 8 Jahren.
92% Straßeneffektivität. Ja, kann ich ja gerade mal gucken, was ich hier habe. Ich habe Straßeneffektivität. Wo steht's denn? Hier. Auch 92,94. Ja, ich weiß ja, also wie gesagt, je nachdem, wie lange du spielst, kennst du dich vielleicht auch mit diesem Extras aus, die es so gibt. Und je nachdem, ob du auf dem PC spielst oder am Handy, wenn du nämlich am Handy spielst, dann kannst du den FOE-Helfer, den es hier extra noch gibt, noch nicht benutzen. Speedy spielt nur für knapp 1000 Tage. Für knapp 1000 oder seit knapp 1000 Tagen, und das ist schon besser, was die Kampfkraft angeht. Ja, aber ich bin halt auch ich habe auch Gildenleiter-Bonus. Ich war halt sehr lange Gildenleiter. Da kann man nicht so stark sein. Da muss man sehr viel organisieren. Und jetzt bin ich halt Streamer. Muss ich auch sehr viel quatschen, während ich spiele. Kann ich auch nicht so viel machen. Andro spielt seit 262 Tagen. Dann hast du auch bald ein Jahr voll. Noch 100 Tage und dann hast du ein Jahr voll. Aber da kann man natürlich noch nicht so weit sein, wie das andere sind. Aber FOE ist halt ein Marathon, wie man so schön sagt. Kein Sprint, sondern ein Marathon, sagt ja der Chris Schuh immer. Und da muss man sich halt Zeit lassen und kommt dann einfach Stück für Stück voran. Und dadurch, dass die Gebäude ja immer stärker werden und immer stärker, kommt man auch zunehmend schneller voran und kann dann auch aufholen. Du spielst auf James. Ja, ich spiele auf Dinego, das ist meine Hauptwelt. Ich spiele auf Averhal, das ist meine Wunschbrunnenstadt. Kann ich hier nochmal durchgehen? Averhal ist meine Wunschbrunnenstadt, die ich relativ spät erst angefangen habe. Früher gab es mal eine Zeit, wo man Wunschbrunnen als Tagespreis in einem Event bekommen konnte. Und dann konnte man halt sehr viele Wunschbrunnen holen, sich. Und diese Zeit habe ich halt nicht mehr, also die habe ich erlebt, aber da habe ich mir nie eine Wunschbrunnenwelt angelegt zu dem Zeitpunkt. Und deswegen versuche ich es jetzt auf dem harten Weg. Und versuche jetzt eine Wunschbrunnenwelt anzulegen. Und habe da auch schon ein bisschen Erfolg gehabt. Also ein paar Wunschbrunnen habe ich schon gesammelt. Und jetzt im letzten Event auch noch zwei Heckenlabyrinthe gestellt, weil die funktionieren im Prinzip genauso wie Wunschbrunnen. Wenn man sie halt alle 12 Stunden einsammeln kann. Und die haben auch die gleichen Preise wie Wunschbrunnen, aber sind halt deutlich größer. Aber solange ich keine Wunschbrunnen habe, kann ich den Platz eben auch für Heckenlabyrinthe nutzen. Genau. Das heißt, meine Wunschbrunnen- und Heckenlabyrinth-Welt ist das. So, 4 mal 5 Stunden. 5 mal 4 Stunden. 4, 5. Und noch was? Nö. Also, der Rest 8. Ja, ich weiß nicht, was jetzt als Bildqualität rausgegeben wird. Falls die Qualität nicht so gut ist. Manchmal dauert es auch ein bisschen, bis sich das richtig aufgebaut hat, also bis es richtig aufgelöst ist. Den Speaker's Corner habe ich, ja. Den Speaker's Corner habe ich auf Denegu. Ups, nicht neu starten. Dort, Speaker's Corner. Ja, ich brauche ihn nicht aufbauen, der ist ja gut. Der hat ja plus 11 Angriffskraft, genauso wie so ein Schachmattplatz. Von daher ein gutes Gebäude. Und besser als eine botanische Rotunde. Ne?
Von daher habe ich den eh zu stehen. Brauche ich nicht aufbauen, habe ich natürlich zu stehen. Genau, gehe nochmal die Welten durch. Die nächste Welt ist halt hier auf Feldrangir. Das ist meine Eisenzeit-Kampfstadt. Hier generiere ich oder versuche ich Diamanten zu generieren, indem ich die Gildenexpedition durchspiele. Das klappt auch sehr gut. Da bekommt man jede Woche so 150 bis 400 Diamanten. Auf der Hauptwelt bin ich im letzten Zeitalter. Ich bin noch nicht durch. Ich bin jetzt in die Venus gewechselt, wo sie rausgekommen ist, oder am Donnerstag danach. Und bin jetzt hier in der Erforschung sozusagen. Und brauche dafür jede Menge von den neuen Gütern, die ich halt noch nicht habe. Die könnte ich jetzt hier freischalten, wenn ich die Forge-Punkte reingesteckt habe. Habe ich vorhin vergessen, die Forge-Punkte in die Forschung zu stecken. Ich habe sie wieder mal in die Arche gesteckt. Ja. Mein Fehler. Die Gewohnheit. Und auf der Karte bin ich halt jetzt hier auch auf der ersten Karte vom Jupiter. Es gibt dann zwei. Und da habe ich jetzt so gut die Hälfte geschafft. Genau. Also letztes Zeitalter. Ja, dann habe ich als dritte Nebenwelt die Welt auf Uzeria. Das ist ein ganz anderes Projekt. Das ist eine Classic-Stadt. Da gilt es für Classic-Städte gilt die Regel, dass man nur Gebäude aus dem Baumenü bauen darf, also keine Spezial- oder Eventgebäude. Und auch die legendären Gebäude nur bis zum eigenen Zeitalter stellen darf. Da ich jetzt hier im Hochmittelalter bin, darf ich also nur legendäre Be Gebäude bis zum Hochmittelalter stellen. Ich kann natürlich alles andere aufstellen, aber das ist quasi so eine Selbstverpflichtung. Und die haben wir uns hier halt alle in der Gilde gegeben, weil das ist halt eine Classic-Gilde. Zock Nation Classic. Und das hat der Zocket, der YouTuber und auch Streamer, falls du den kennst, Andro, hat er sich einfallen lassen, hat damals so eine Welt gegründet, hat die dann selber dann irgendwann aufgegeben, aber es gibt noch ein paar Verrückte, die das noch weiterspielen. Und ich bin halt einer von denen. Und meine fünfte, nee, meine vierte Zweitstadt, meine vierte Zweitstadt, du bist ja gemein. Du bist einfach gemein, Diamantrix. Warum bist du so gemein? Die arme Josie. Meine vierte Nebenstadt. Ich mache jetzt hier einmal acht und dreimal eine. Zweimal eine. Zweimal eine. Und nochmal acht. Okay. Ist diese hier, das ist eine Stadt, die so als Fun-Welt begonnen hat. Da hatte ich hier erstmal nur so ein Gesicht gemalt und jetzt dachte ich mir, okay, dadurch, dass man in diesem Geburtstagsevent so viele schöne, danke fürs Annehmen. Ach so, die Freundschaftsanfrage. Auf W. Habe ich die angenommen? War mir gar nicht bewusst, falls ich das getan habe. Genau, da ich so viele schöne Gebäude bekommen habe im Geburtstagsevent, dachte ich mir, okay, ich mache die Stadt, baue die mal so um, dass sie irgendwie schöner ist. Dass ich vielleicht eine Stadt habe, die wirklich schön ist. Eine dekorative Stadt. Ich meine, meine Hauptwelt ist bunt und zugeklatscht und dicht gedrängt, aber schön ist sie nicht. Und hier hat man halt hier so einen schönen Garten mit vielen Hecken und sowas. Und da werde ich auch noch weiter schöne Gebäude sammeln. Und hier oben sind so die technischen Sachen. Genau, werde ich auch noch weiter schöne Gebäude sammeln und versuchen, eine schöne Stadt zu machen. Diamantrix sagt, das ist meine Hauptwelt. Und dann bin ich noch auf der Beta. Und der Beta-Server, da sieht man halt die neuesten Entwicklungen von Forge of Empires immer ein bisschen früher. Wenn man Glück hat, muss man als Randbemerkung dazu sagen, weil irgendwie manche nicht alle Features sehen können, was ein bisschen seltsam ist.
Aber ich sehe zum Glück, und da ist so ein, ist sowas drunter wie zum Beispiel ein allen, alle helfen Knopf. Also, sowas könnte demnächst kommen, ein alle helfen Knopf. Und man sieht hier auch schon das neue Event. Genau. Also 5 Nebenwelten habe ich und eine Hauptwelt. Und die Hauptwelt versuche ich halt wirklich täglich zu spielen und wirklich täglich alles zu machen, was da möglich ist, um da voranzukommen. Ich müsste mal wieder umbauen, um genau, um meine Welt noch effizienter zu gestalten. Da hole ich dann sicherlich auch noch ein paar Kampfpunkte raus, wenn ich das mache. Vielleicht komme ich dann nah ran an dich, Speedy. Ich habe halt noch sehr viele von den Ehrenstattungen zum Beispiel zu stehen. Die haben ja keine Kampfwerte drauf. Könnte ich halt mal austauschen. Aber ich muss halt komplett umbauen, wenn ich das machen will. Ja. Von daher, da muss ich mir echt Zeit nehmen. Also vielleicht mache ich irgendwann mal einen Stream nur mit Umbau. Aber das ist halt dann mäßig interessant nur, ne? Keine Ahnung. Also ich kann mir dann natürlich Tipps von euch geben lassen, wie ich die Gebäude besser stellen kann oder so. Oder vielleicht mit Chris Schuh zusammen. Dann wäre das vielleicht doch nochmal wieder ein Stück weit interessanter, wenn man das zu zweit durchspricht. Und der Chris Schuh ist ja unser, ist ja auch einer der Umbau-Weltmeister. Wo ist denn dieses Ding hier in der Natur? Ich sehe es nicht da. Jetzt habe ich es gesehen. Okay. Ich werde jetzt Feierabend machen. Jetzt ist 0:50 Uhr. Ich werde ins Bett gehen. Ich habe mich gefreut, dass ihr alle da wart und dass ihr auch so lange da wart. Und vielen Dank auch nochmal an für die Bits und für die für das Abo und für die Raids. Das ist alles sehr lieb von euch. Und auch dir danke, Andro, für das Follow. Jetzt habe ich die 120 voll und ich hoffe, das hält auch ein bisschen. Mal gucken, dass es vielleicht danach sogar weitergeht nach oben, die Follower-Anzahl. Und ich müsste mal wieder einen Samstagstream oder einen Samstags oder einen Freitag oder sowas machen, damit ich mal dieses eine Achievement da fertig kriege, dass 20 gleichzeitig was schreiben können. Das wär cool, wenn ich dieses Achievement schaffen könnte. Genau, und am Wochenende sind ja immer noch mehr Leute da als so spät. Okay. Aber soweit, so gut. Wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch wieder mit einem neuen Stream. Wenn ihr dabei sein wollt, seid gerne dabei. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine gute Nacht und eine gute Woche und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ich schaue noch mal, wer gerade noch streamt, wo ich noch hinraiden kann, damit ihr noch ein paar Kornalpunkte mitnehmen könnt. Ah. Ich sehe, der Sun ist online, aber mit Just Chatting. Gitarre basteln, danach Gitarre testen. Hätte ich ja, zum Sun hätte ich ja schon gerne geradet. Der macht halt Musik. Das ist immer ganz nett so zum Abschluss. Ansonsten werde ich jetzt mal zum Burst Angel raiden. Der ist nämlich auch noch online. Burst Angel ist mein ehemaliger Gildenmitgliedskollege, der hat mal unsere Gildengefechte in der Gilde geleitet und der spielt jetzt aber nicht mehr wirklich Forge of Empires, aber Dead by Daylight. Also falls ihr ne? Falls ihr etwas weniger Blut sehen mögt, dann geht lieber raus, weil das ist schon ein sehr gewalttätiges Spiel. Das ist halt dieses Horrorspiel, ne? Wo man als Killer gegen diese
Überlebenden spielt. Aber ich werde mal wieder Hallo sagen, kurz, und ich könnte ja noch kurz dranbleiben und die Raid-Punkte mitnehmen beim Wechsel. Okay. Dann sage ich schon mal Tschüss und werde gleich mal den Raid machen. So, ihr hört mich, glaube ich, noch. Also nochmal danke fürs Zuschauen. Und ich rede jetzt rüber zum Burst Angel und sag mal Hallo. Lasst ein paar Hallos da und dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht und eine schöne Restwoche. Ciao. Kaboom.